Ein Business, das läuft. Ist das nicht das, was alle Selbstständigen und Unternehmer wollen? Neue Kunden, mehr Umsatz und vor allem mehr Einkommen. Und das fast wie von selbst. In diesem Podcast erfährst du wöchentlich praktisch umsetzbare Tipps und Strategien, mit denen du dein Geschäft verwandelst. Und zwar in ein Business, das läuft. Von und mit Roman Kmenter. Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 81 des Podcasts Ein Business, das läuft. Das ist heute eine ganz, ganz besondere Folge, weil ich wieder mal ein neues Buch geschrieben habe und es gerade hier so erstmals sozusagen in den Händen halte. Und zwar geht es in dem Buch um das Thema USP. Es heißt, um ganz genau zu sein, das große USP-Strategie-Buch. So finden Sie Alleinstellungsmerkmale, Kundennutzen und Positionierung einfach und schnell. Was heißt groß in diesem Zusammenhang? So könnte ein kritischer Geist, der es möglicherweise dann kauft, durchaus bemerken, naja, so groß ist es ja nicht. Es ist an sich vom Format ganz normal, große Bücher eben sind. Und die Dicke ist überschaubar, 110 Seiten in etwa, aber groß deshalb, weil es auf diesen 110 Seiten über 500 Praxisbeispiele gibt für mögliche USPs, für mögliche Alleinstellungsmerkmale quer durch alle möglichen Branchen, bei denen möglicherweise auch du fündig wirst, wenn du einen USP suchst. Keine Angst vorweg, das wird keine extra lange Podcast-Folge mit 500 USP-Beispielen. Ich konzentriere mich darauf, ein paar dieser Beispiele hier in der Folge zu bringen und verweise dann in den Shownotes, die du bei mir immer unter www.romankmenter.com/podcast auf meiner Webseite findest, auf weiterführende Beiträge, auf einen Artikel, den ich zum Thema USP geschrieben habe. Und dort gibt es dann auch einen Link zum Buch, das als E-Book im Kindle-Format oder auch als Printbuch, als Softcover auf Amazon erhältlich ist. Doch bevor wir uns mit Beispielen für Alleinstellungsmerkmale oder USPs beschäftigen, möchte ich kurz auf den Begriff eingehen und das ein bisschen klären, weil ich immer das Gefühl habe, USP wird viel verwendet als Begriff, auch Alleinstellungsmerkmale, so in Verbindung mit Kundennutzen und so. Aber was das ganz genau ist und ob man sowas braucht, ist oft gar nicht so klar. Daher, was ist ein USP? USP steht für Unique Selling Proposition. Wenn man es auf Deutsch übersetzt, sowas wie ein einzigartiges Nutzen- oder Nutzerversprechen. Da steckt was Wesentliches drin, nämlich einzigartig. Und einzigartig, ganz ehrlich gesagt, ist heutzutage verdammt schwer zu finden, egal in welcher Branche, weil es gibt halt schon wahnsinnig viel. Daher würde ich mal meinen, so als Österreicher, und wir sind bekannt für unsere Grauzonen in gewissen Bereichen, als Österreicher würde ich sagen, naja, es muss vielleicht nicht ganz einzigartig sein, aber doch irgendwie ganz besonders und toll und es sollte nicht an jeder Ecke zu finden sein. Alleinstellungsmerkmal heißt, es unterscheidet mich von anderen. Jetzt kann es allerdings von Mitbewerbern im Speziellen natürlich. Jetzt kann es Alleinstellungsmerkmale geben, die sich aber zum USP nicht eignen. Warum? Wenn ich jetzt sagen würde, ich bin der Redner, der immer einen schwarzen Zylinder trägt, dann mag das zwar ein Alleinstellungsmerkmal sein, weil keiner meiner Kollegen oder Kolleginnen, soweit ich mich erinnere, trägt einen schwarzen Zylinder, aber es ist kein USP. Warum? Weil der Nutzen fehlt. Was hat denn mein Publikum vom schwarzen Zylinder? Wenn ich jetzt mit dem Zylinder irgendwie zaubern würde oder so, was ich nicht tue, dann vielleicht möglicherweise. Wie auch immer. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Es geht darum, dass es ein kundennutzenstiftendes Alleinstellungsmerkmal sein muss, damit es wirklich als USP taugt, als Unique Selling Proposition. Und daran knüpft sich die berechtigte Frage, braucht man als Unternehmer, als Unternehmen überhaupt einen USP? Ist das nicht so ein neumodisches Zeug, weil früher hat man einfach eine Firma gehabt und USP hin und her, man hat verkauft. Antwort aus meiner Sicht, nein, man braucht keinen USP. Ich würde sogar behaupten, die Mehrzahl der Unternehmen da draußen, diese vielen Hunderttausend oder Millionen allein im deutschsprachigen Raum, haben keinen USP. Und es gibt
trotzdem etliche, sehr viele hoffentlich, die sehr, sehr gut leben und gut wirtschaften und gute Umsätze und Erträge erzielen. Also es geht auch ohne USP. Oft reicht es halt, in manchen Branchen reicht es einfach, so halbwegs vernünftig seinen Job zu tun. In anderen Branchen, wo die Latte höher liegt, muss man vielleicht besser sein als die anderen in gewissen Aspekten. Aber einen richtigen USP muss man nicht haben. Allerdings, es hilft einen zu haben. Das heißt, der USP, könnte man sagen, fürs Business ist so ein bisschen der Schnittlauch aufs Butterbrot oder das Sahnehäubchen obendrauf, je nachdem, ob du lieber gesund oder ob du lieber salzig oder süß isst. Wie auch immer, also man muss nicht, aber wenn du einen guten USP hast, dann hilft das deinem Business ganz, ganz sicher, weil ein USP differenziert dich vom Mitbewerb, du ragst heraus, du wirst als etwas Besonderes, als einzigartig wahrgenommen, du ziehst Kunden oder potenzielle Kunden eher an als die anderen und so weiter und so fort. Das heißt, es hilft. Und daran knüpft sich die nächste Frage, wie kommst du denn auf einen USP? Und nicht nur auf einen USP, sondern auf genau deinen USP. Auf einen guten USP, auf einen, der wirklich zug- und aussagekräftig ist. Dazu habe ich im Buch einige Tipps im Rahmen der USP-Finder-Strategie zusammengefasst. Aber um die geht es heute gar nicht so sehr, weil das wäre eher ein Kreativprozess. Kann man sich schon anschauen. Sehr, sehr spannend und sehr gute Chancen, da auf einen grünen Zweig zu kommen, sozusagen auf einen USP zu kommen. Ich möchte mich viel mehr mit Beispielen beschäftigen, in welchen Bereichen du überhaupt nach einem USP suchen kannst, weil diese Bereiche sind sehr viel vielfältiger, als man so generell meinen könnte. Denn meistens, wenn an USP gedacht oder über USP gesprochen wird, dann sieht man das Ding meist sehr, sehr eng auf Produktmerkmal bezogen. So etwas wie, keine Ahnung, das Auto hat statt 1000 Liter, wäre das jetzt zu viel, ich habe keine Ahnung, egal, 1000 Liter Kofferrauminhalt, wie vielleicht viele andere Mitbewerber, hat es 1200 Liter. Das kann schon verknüpft mit anderen Dingen so in die Richtung USP gehen, ja, aber, das Produkt selber, nämlich das Auto, ist ja nicht das physische Produkt, ist nicht bei weitem nicht das einzige, wo sich ein USP verstecken könnte. Daher habe ich heute für dich, wie viel sind es denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ich glaube 9 Bereiche mitgebracht, wo du nach deinem USP suchen kannst. Und du wirst dich wundern, in welchen Bereichen sich USPs verstecken können. Falls dir das alles irgendwie akustisch jetzt ein bisschen viel ist oder wird, was ich durchaus verstehen kann, weil ich höre zwar sehr, sehr gerne Hörbücher und Podcasts und auch sehr viel, allerdings, wenn es dann darum geht, mir Dinge zu merken oder auch irgendwie damit zu arbeiten, dann habe ich es ganz, ganz schriftlich. Daher schau doch vorbei unter www.romangmenta.com/podcast. Dort findest du alle möglichen hilfreichen Links zum Thema USP, auch noch jede Menge Material und natürlich auch den Link zum Buch. Ja, genau, Buch. Freue mich natürlich, wenn du das Buch kaufst. By the way, solltest du das Buch kaufen, was natürlich ganz deine Entscheidung ist sowieso, dann würde es mich sehr, sehr freuen, von dir eine Rezension zum Buch zu kriegen. Das mal am Rande bemerkt. Aber was sind jetzt die 9 Bereiche, in denen du nach deinem USP suchen kannst? Ein erster Bereich wäre das Thema Kundennutzen. Es ist sehr, sehr zielführend und sinnvoll und praktikabel, seinen USP, sein einzigartiges Alleinstellungsmerkmal am Kundennutzen aufzuhängen. Was sind Kundennutzen? Da gibt es wiederum 17 davon. Ich habe dazu auch einiges geschrieben und ich glaube, es gab auch schon mal eine Podcast-Folge dazu. 17 Kundennutzen, keine Angst, ich zähle dir nicht alle auf, aber einfach nur, um ein, zwei Beispiele zu geben. Das kann zum Beispiel das Bedürfnis, also diese Kundennutzen basieren auf Kundenbedürfnissen, also auf menschlichen Bedürfnissen. Da gibt es, wie gesagt, etliche und die 17 sind wahrscheinlich nicht, also sind sicher nicht alle, aber 17 haben für unsere wirtschaftlichen Zwecke und eines davon wäre zum Beispiel das Bedürfnis nach Abwechslung. Wir Menschen haben ein gewisses Bedürfnis nach Abwechslung. Ein anderes Bedürfnis wäre eigentlich genau das Gegenteil, nämlich das Bedürfnis nach Beständigkeit. Eigentlich wollen wir zwar irgendwie Abwechslung, trotzdem
soll sich auch möglichst wenig ändern. Und schwierig wird es dann, wenn das Bedürfnis, wenn beide Bedürfnisse in einer Person vereint sind. Aber ist halt in der Praxis oft so. Typischerweise sind in jedem oder in jeder von uns alle Kundenbedürfnisse irgendwie vertreten und ausgeprägt, aber manche eben stärker und andere weniger stark. Und es kommt darauf an, was ist stärker ausgeprägt. Wenn jetzt sagen wir mal das Kundenbedürfnis nach Beständigkeit, es soll sich möglichst wenig verändern, stark ausgeprägt wäre, dann könnte man darauf aufsetzend natürlich USPs finden. Ein paar Beispiele dazu. Es könnte zum Beispiel eine Autovermietung sagen, wir sind die Autovermietung, bei denen Sie immer dasselbe Auto fahren können. Nämlich das, das Sie schon gewohnt sind. Wir haben das abgespeichert und wann immer Sie zu uns kommen, Sie kriegen von uns immer dasselbe Auto, respektive zumindest dasselbe Modell. Brauchen Sie sich nicht umstellen, was Bedienung angeht etc. Ich habe letztens gesucht bei einem Mietwagen, ungefähr 5 Minuten, es war schon nachts, als ich den übernommen habe. 5 Minuten habe ich gebraucht, bis ich gefunden habe, wie ich das Ding starten kann. Naja, die Technik schreitet voran. Oder ein Hotel, das sich merkt, welches Zimmer du hattest, welche Speisen du magst und welche Services du brauchst und welche du auch nicht brauchst und dir bei jedem Besuch genau das wieder bietet. Das wäre ein USP, speziell natürlich für Leute interessant, denen so Beständigkeit und möglichst keine Veränderung wichtig ist. Oder auch das Auto, das sich auf Knopfdruck immer genauso einstellt, wie ein bestimmter Fahrer das definiert hat. Rückspiegel, Sitz etc. Ich weiß, das gibt schon, ist kein neuer, aber man könnte sich in der Kommunikation draufsetzen. Übrigens nebenbei, es geht auch nicht unbedingt nur darum, etwas zu finden oder zu erfinden an USP, an Alleinstellungsmerkmalen, das komplett neu ist. Viele Dinge gibt es ja schon, nur hat sich halt bis jetzt noch niemand kommunikativ auf dieses Thema schwerpunktmäßig gesetzt. Das heißt, es braucht gar nicht mal anders sein als beim Mitbewerb. Du musst es nur laut sagen, währenddessen der Mitbewerb es vielleicht nicht sagt. Und noch ein Beispiel, da frage ich mich immer wieder, warum Friseure nicht dokumentieren, wie die Frisur letztes Mal war. Also wenn ich einen Kunden habe und dem gefällt die Frisur nachdem ich geschnitten, gewaschen, geföhnt, was auch immer habe, als Friseur, dann wäre doch irgendwie naheliegend, wir halten das fotografisch fest, speichern das ab und dann weiß ich nächstes Mal ganz genau, wie der Kunde aussehen soll, wenn er bei mir rausgeht. Macht aber niemand oder niemand, stimmt nicht. Ich war schon bei vielen Friseuren, bis jetzt hat das keiner gemacht. Ich werde immer wieder gefragt, wie wollen Sie es denn haben? Das könnte man, glaube ich, anders und besser lösen. Also ein paar Beispiele, um einen USP auf dem Kundennutzen aufzuhängen und in dem Fall auf dem Thema Beständigkeit. Eine ganz andere Möglichkeit, einen USP zu finden, ist, sich bei seinen Zielen, bei seinen beruflichen, geschäftlichen, wirtschaftlichen Zielen auf die Suche zu machen. Wie geht das? Naja, typische Ziele im wirtschaftlichen Bereich sind eben sowas wie Umsatz und Ertrag und solche Dinge, ja, und die braucht man, nur die differenzieren nicht vom Mitbewerb. Das sind so Ziele, die haben irgendwie alle und ja, wir brauchen die, klar. Ich bin selber Betriebswirt, man braucht die für die Banken, man braucht die für die Businessplanung, für Steuerberater und so weiter und so fort. Aber USP-mäßig spannend ist das wenig. Allerdings könnte es ja ganz andere Ziele geben, die wiederum als USP durchaus taugen oder als Basis für ein USP. Was könnte das sein? Zum Beispiel könnte ein Ziel sein, eines Unternehmens möglichst viele Mitarbeiter mit körperlichen Einschränkungen zu beschäftigen. Könnte ein für viele Bereiche durchaus sehr sinnvolles, in vielerlei Hinsicht sinnvolles Ziel sein. Oder das außergewöhnlichste Sortiment zu bieten als Einzelhändler. Nicht das größte, aber das außergewöhnlichste. Das wäre doch mal vielleicht ein netter USP. Was natürlich auch für einen USP taugt, ist als Einzelhändler das größte Sortiment zu haben. Aber das gibt schon relativ viel. Viele schreien schon, wir haben die größte Auswahl, aber ich habe eigentlich noch niemanden schreien gehört, wir haben die kleinste Auswahl, das kleinste Sortiment. Wir führen nur 10 Produkte, aber das sind die 10 besten. Das wäre mal eine Aussage, in der man hängen bleiben könnte und die durchaus als USP vielleicht taugen könnte. Um da noch anzuknüpfen, ich könnte auch als Restaurant oder Fitnesscenter, Friseur, Arzt etc. Als USP haben, die prestigeträchtigsten und bekanntesten Kunden zu haben. Ist das sinnvoll? Weiß ich nicht, muss man überlegen, aber es wäre etwas, wo ich hängen bleibe.
Oder ich könnte der schnellste Anbieter sein, als Grafiker, als Druckerei, als Webdesigner und mich damit rühmen. Oder mein USP könnte sein, wir haben die glücklichsten Mitarbeiter. Jetzt könnte man sich fragen, was hat der Kunde davon, wenn die Mitarbeiter glücklich sind? Naja, als Konsument oder Kunde, wie auch immer, begegne ich permanent Mitarbeitern, die offenbar nicht so glücklich sind, wo auch immer ich gehe und stehe, kommen mir welche unter und da freue ich mich als Kunde schon sehr, wenn ich mal einen richtig glücklichen Mitarbeiter treffe. Also ein paar Beispiele, um aus anderen Zielen USPs zu machen, Alleinstellungsmerkmale. Eine weitere Möglichkeit, einen USP zu finden, ist irgendwo in der geografischen Ausrichtung. Der Aufhänger könnte quasi lauten Regionalkaiser, was auch immer Regional- oder Ortskaiser bedeutet. Das hat natürlich für den Kunden schon gewissen Nutzen. Es gibt kürzere Wege, mehr emotionale Bindung zur örtlichen Zielgruppe, die Möglichkeiten für den Kunden, dich persönlich zu treffen. Du bist quasi ein echter Mensch vor Ort, nicht irgendwie ein anonymer Anbieter, der irgendwo in Amerika oder sonst wo sitzt, zentralseitig. Das hat schon was. Das hat viele Emotionen und das bietet Möglichkeiten für Alleinstellungsmerkmale. Auch in puncto Kundenbedürfnisse bezogen, in puncto Sicherheit tut das was, in puncto Zeit- und Kostenersparnis, in puncto Verbindung mit anderen Menschen, also all das schwingt damit. Und regional kann alles Mögliche sein. Das könnte der Hauskaiser sein, also speziell bei Bauten, die groß genug sind, irgendwie mehr oder viel Parteienhäuser in großen Wohnbauten, kann es schon sein, dass ein Versicherungsmakler zum Beispiel sagt, ich bin der die Number One quasi hier im Wohnblock oder so. Das kann die Straße sein, der Block, das Viertel, der Ort, der Bezirk, Bundesland, Land, Staatenverbund, EU, was auch immer, Kontinent, auch schon gehört, sowas. Also du kannst dich geografisch umschauen, ob es da speziell für deine Branche nicht einen Teil geografischen Markt gibt und sei es vielleicht nur der Wohnblock, wo du Nummer 1 sein könntest. Und also sinnvoll Nummer 1 sein könnte es, weil wenn ich jetzt als Vortragsredner sagen würde, ich bin der Number One Speaker bei uns hier in der Gasse, ich wohne in so einem 12.000 Einwohner Städtchen am Land, dann wäre das absolut korrekt, aber als USP wahrscheinlich nicht sehr tauglich. Wie wird das genutzt oder wie kann das genutzt werden? Ich habe schon erwähnt, der Versicherungsberater im Haus, bei großen Wohnblocks, bei einem Zweifamilienhaus macht das nicht viel Sinn. Der Steuerberater in der Stadt, das Fenster aus Österreich wird durchaus promotet bei ein, zwei Kunden von mir. Der Masseur im Viertel, der Zahnarzt im Ort, das Rindfleisch aus Bayern, das Fitnesscenter in ihrer Nähe und so weiter und so fort. Das kann schon ein USP sein, wo es eben Sinn macht, wo diese persönliche Bindung wichtig ist. Das Fitnesscenter irgendwo in der nächstgrößeren Stadt, 50 Kilometer entfernt, bringt mir nämlich wenig, weil dort fahre ich nicht hin. Fitnesscenter muss nahe sein, damit es genutzt wird. Da ist das in der Nähe schon ein Vorteil. Ein nächster Fundus für USPs könnte das Thema mehr oder weniger sein. Was meine ich damit? In der Wirtschaft gibt es ja sowas wie Wertschöpfungsketten. Von der singulären Wertschöpfungskette bis zur mehr- oder vielstufigen Wertschöpfungskette. Was meine ich? Singuläre Wertschöpfungskette ist zum Beispiel jemand, der irgendein Produkt produziert, die Bestandteile zukauft, was auch immer das Produkt produziert, zusammensetzt, zusammenbaut und das verkauft. Quasi ein Wertschöpfungsschritt, nämlich die Produktion. Oder der Einzelhändler, der einkauft und verkauft mit einem gewissen Aufschlag. Ein Wertschöpfungsschritt. Es gibt aber auch mehr- oder vielstufige Wertschöpfungsketten. Es könnte jemand die Rohmaterialien für ein Produkt selber an- oder abbauen, dann die Vorprodukte daraus machen, dann die Bestandteile daraus bauen, das zu einem Produkt zusammensetzen und dann noch auch selber vermarkten bis zum Endverbraucher hin. Das wäre quasi so die quasi komplette Wertschöpfungskette. Kann man auch machen, wird auch gemacht. Ein paar Beispiele, um hier ein USP draus zu machen. Naja, der Landwirt, der ab Hof verkauft. Das ist ein USP im Vergleich zum Supermarkt, weil hier habe ich es direkt vom Produzenten. Der Immobilienmakler, der auch die Renovierung der Objekte aus einer Hand anbietet, der nicht nur desolate Wohnungen vielleicht verkauft, sondern auch die Renovierung mitmacht oder mit anbietet. Der Gastwirt, der auch Landwirt ist und die Lebensmittel, die er verarbeitet, teilweise oder ganz auch selbst anbaut oder züchtet.
Oder der Apotheker, der die Medikamente selbst zubereitet, individuell auf den Patienten abgestimmt. Oder die Kosmetikerin mit der eigenen Kosmetiklinie und so weiter und so fort. Ein nettes, passt vielleicht nicht zur Branche, aber trotzdem, oh ja, nettes Beispiel, ein gutes Beispiel in einer speziellen Branche, nämlich im Bestattungsgewerbe. Für eine verlängerte Wertschöpfungskette macht da ein lieber Kollege von mir, Thomas Sommerer, der ist nämlich nicht nur Bestatter, sondern begleitet als Trauercoach auch dann noch die Hinterbliebenen. Vernünftige Idee, das nenne ich mein USP für einen Bestatter. Ein weiterer großer Bereich, wo du fündig werden könntest, was deinen USP angeht, ist das Thema Zielgruppe. Auf welche Zielgruppe fokussierst du dich? Und zwar ist es da besonders spannend, sich entweder sehr spezielle Zielgruppen auszusuchen. Was zum Beispiel sehr verbreitet ist in den letzten Jahren, sind Kolleginnen, die sich als Coaches für allein für die Zielgruppe Frauen positionieren. Da gibt es inzwischen so viele, dass es kein Alleinstellungsmerkmal mehr ist, aber so die Fokussierung auf Frauen ist relativ weit verbreitet, was es da alles gibt. Frauenhotels, Frauenfitnessclubs, habe selbst mal einen betrieben. Wie gesagt, Frauencoaches, Frauenparkplätze, wobei das ja kein Geschäftsmodell ist. Egal, kann man schon tun, ist aber zum Teil schon inflationär. Aber die Grundidee, sich auf spezielle Zielgruppen zu konzentrieren, gibt schon was her für USPs. Was auch was hergibt in dem Zusammenhang ist, das Thema B2B, also Business-to-Business oder Business-to-Consumer, also B2C. Was meine ich damit? So könnte man sich zum Beispiel in einen typischen B2C-Markt, also Business-to-Consumer, Endverbraucherausrichtung, oder mit einer typischen B2C-Dienstleistung oder Produkt auf B2B konzentrieren. Wie würde das aussehen? Das wäre zum Beispiel der Masseur, der sich ganz darauf konzentriert, Firmenpackages zu verkaufen und ins Büro massieren geht. Oder das Reisebüro, das sich auf Unternehmen als Kunden spezialisiert. Oder die Blumenhandlung, die ja typischerweise schon auf Endverbraucher ausgerichtet ist, die meisten Blumenhandlungen zumindest, sich ganz auf die Dekoration von Empfangsbereichen, Meetingräumen, Büros etc. konzentriert. Oder der Fotograf, der ausschließlich Firmen-Events fotografiert und so weiter und so fort. Also das Umdenken, eben genau das zu tun, was die anderen nicht tun oder wenig tun, gibt viel her für Alleinstellungsmerkmale. Das Produkt oder die Dienstleistung selbst ist natürlich klarerweise, obwohl recht verbreitet, ein großer Fundus, bietet eine große Bandbreite von Möglichkeiten für USPs. Was sind ein paar Beispiele dafür? Sehr verbreitet und gern genommen ist die Vielfalt eines Sortiments oder Zusatzprodukte oder Varianten, um daraus einen USP zu machen. Was heißt das? Das könnte das am komplettesten ausgestattete Fertigteilhaus sein. Oder auch genau das Gegenteil von, nämlich wenig Vielfalt. Dass der Sportwagen mit der wenigsten Ausstattung, alles Überflüssige weg, allen Schnickschnack weg, nur das, was ein richtiger Sportwagen eben braucht. Oder die Küchenmaschine mit den unendlich vielen Möglichkeiten. Oder aber auch der Friseur mit 101 verschiedenen Damenfrisuren. Oder die Nageldesignerin mit der größten Farbauswahl, ich weiß nicht, 888 Farben für Nägel oder so. Oder bei Herrenfriseuren, da geht das vielleicht durchaus, wir machen nur einen einzigen Schnitt. Was anderes tun wir nicht, was anderes können wir nicht, was anderes wollen wir nicht, aber den machen wir besser und schneller als alle anderen. Also auch das wäre ein möglicher USP. Es muss nicht immer mehr sein und größere Vielfalt, sondern auch kleinere Vielfalt, weniger kann mehr sein. Beim Produkt oder bei der Dienstleistung kann ich natürlich auch die Qualität hernehmen, um in dieser Art und Weise über USPs nachzudenken. Das könnte zum Beispiel der beste Mixer der Welt sein, der irgendwie alles schreddert. Da gibt es einen. Ich habe den im Blogartikel übrigens sogar verlinkt, glaube ich, auf Amazon. Da sieht man den und kann ihn sogar kaufen, wenn man mag. Der schreddert Bierkrüge, Handys und was auch immer noch. Jetzt könnte man sich natürlich fragen, Blendtec heißt das Ding. Oder heißt die Firma, die das herstellt? Jetzt könnte man sich natürlich fragen, muss ein Mixer Bierkrüge schreddern können? Nein, natürlich nicht, aber es zeigt einfach, also wenn der
Bierkrüger schreddert, dann schreddert er das Gemüse oder was immer du mixen willst, locker und lässig. Wäre so eine Möglichkeit auch, um quasi extreme Qualität heranzuziehen, um sich vom Mitbewerb zu unterscheiden. Und siehe da, zumindest was den Mixer angeht, das scheint exzellent zu funktionieren. Wenn es um Mitarbeiter geht, dann ist das natürlich auch ein Bereich, wo man punkto USP sehr gut fündig werden kann. Ein Teilbereich davon ist das Thema Service. Habe ich deshalb jetzt erwähnt, weil Service sehr, sehr gerne als USP herangezogen wird, allerdings meistens relativ zahnlos. Viele Firmen sagen dann, ja, wir haben den besten Service, wir haben den tollsten Service. Nur das reicht nicht, weil das behaupten irgendwie alle, da fällt man nicht auf. Man muss es dann schon sehr konkret beweisen. Was heißt das oder was hieße das? Das hieße zum Beispiel, wenn eine Autowerkstätte sagt, wir holen ihr Fahrzeug ab, bringen es zurück, wenn das Service ist, egal wo sich der Fahrer gerade befindet, zu Hause, im Büro und so weiter und so fort, wir bringen das Fahrzeug zu ihm direkt zurück und zwar innen wie außen komplett gereinigt. Manche machen das nicht, aber so im Komplett-Package quasi als fixfertiges Angebot habe ich so noch nicht gesehen. Heißt nicht, dass es das nicht gibt, aber ich habe es noch nicht gesehen. Der Arzt ohne Wartezeiten, vielleicht sogar verbunden mit einer speziellen Garantie. Bei mehr als 10 Minuten Wartezeit ist jede Behandlung gratis. Wäre natürlich nur sinnvoll bei Ärzten, wo das nicht die Sozialversicherung übernimmt. Oder das Taxi, das je nach Tageszeit auch bei der Fahrt Getränke, Snacks, Auswahl an Tageszeitungen etc. anbietet. Das gibt es sehr, sehr, sehr sporadisch bei diversen Limousinen-Services, aber da gibt es sehr viel Möglichkeiten, das auszubauen. Oder das Fitnesscenter, das den Trainierenden in Seminaren, Vorträgen beibringt, wie sie am besten trainieren, um den gewünschten Effekt zu erzielen. Und so weiter und so fort. Also Ansätze gibt es durchaus, aber um das wirklich als USP, dass es als USP taugt, muss es schon sehr, sehr konkret gemacht werden, das mit dem Service. Ein nächster großer Bereich, wo man wunderbare USPs finden kann, ist das Thema Verkauf. Was ich da speziell auch meine, ist zum Beispiel die Art des Vertriebssystems. Das Vertriebssystem selber kann zum USP werden. Beispiele aus der Praxis, die wahrscheinlich alle kennen, ist das Thema Strukturvertrieb oder Netzwerke. So wie das bei Tupperware oder ich glaube Tupperware, wie es in Deutschland heißt, Produkte und Leistungen halt im Partyverkauf verkauft werden. Das gibt es übrigens auch für Kerzenhersteller, Anbieter von Sexspielzeug und so weiter und so fort. Warum nicht auch für Fotografen eine Fotoparty zu machen? Ich weiß, ich denke da aus dem normalen Rahmen hinaus, aber dafür bin ich ja auch da. Weil das Normale habt ihr sowieso, oder kennt ihr ja sowieso. Fotopartys bei Gastgebern oder im eigenen Studio. Der Ernährungsberater mit Kochpartys oder der Kosmetiker mit irgendwelchen Schmink- oder Kosmetikpartys. Den Partygedanken könnte man durchaus zum USP ausbauen in verschiedenen Branchen, wo das vielleicht noch nicht üblich ist. Oder auch so der klassische Strukturvertrieb, wo Kunden zu Verkäufern gemacht werden oder Verkäufer auch Kunden sind, wie auch immer, diese Vermischung wie bei Herbalife, Amway, das ja sehr erfolgreich passiert. Das hat vielleicht in ganz anderen Branchen für ganz andere Leistungen oder Produkte auch noch Potenzial. Also die Art des Vertriebs als Alleinstellungsmerkmal. Genauso könnte als nächster Bereich die Art der Bezahlung als USP dienen. Warum ist das so ergiebig? Naja, weil meistens die Transaktion so abläuft, wenn ich etwas kaufe, dann kaufe ich eben, ich nehme das Ding, bezahle dafür und gehe damit. So ganz klassische Kauftransaktion. Aber es gäbe ja sehr viel mehr Möglichkeiten, die man nutzen könnte. Verkauf, Leasing, Vermietung, Tausch, Versteigerung, Schenkung, wie auch immer dann bei der Schenkung Geld oder wie sagt man, Einkommen gemacht wird oder Ertrag erwirtschaftet wird. Aber das gibt es ja durchaus bei Gratiszeitungen, die eben verschenkt werden, wo dann die Werbung für den Ertrag sorgt. Ein paar mehr oder weniger gewagte Ideen dazu. Man könnte Webseiten vielleicht vermieten. Müssten sich die Webmaster überlegen, ob das geht und welche Voraussetzungen. Oder der Gastwirt, der bestimmte Tische in seinem Restaurant vermietet. Also nicht nur das Essen serviert, sondern den Tisch vermietet. Oder man könnte Bänke in öffentlichen Parks vermieten oder der Juwelier, der Schmuck und Uhren vermietet.
ja, so zu Repräsentationszwecken mal ein schönes Stück für einen Ball, für ein Event, aber muss ja nicht kaufen, kann ich auch mieten. Oder das Lederwarengeschäft, das hochpreisige Handtaschen und Reisegepäck vermietet. So, das waren ein paar der sehr, sehr vielen Möglichkeiten, die es gibt, um einen USP, eine Unique Selling Proposition, ein einzigartiges Kundennutzenversprechen, ein Alleinstellungsmerkmal, das was taugt für dein Geschäft, zu finden. Wenn da vielleicht schon das Richtige dabei war für dich, super, toll, wunderbar, mach weiter damit. Wenn nicht, schau vorbei auf www.romangmenta.com/blog. Dort findest du nämlich alle bis, /podcast, dort findest du alle bisherigen Podcasts mit allen weiterführenden Links zu unterschiedlichsten Themen und eben auch den heutigen Podcast, die heutige Folge mit Links zu weiterführenden Blogbeiträgen. Da kannst du viele der Dinge auch nochmal nachlesen, die ausdrucken etc. oder eben auch mit Link zu meinem neuesten Baby, zu meinem neuesten Buch. Würde mich natürlich freuen, dich als Leser zu gewinnen. Kleine Werbedurchsage in eigener, du weißt schon, was ich meine. In eigener Werbedurchsage, in eigener Sache. Genau, das Wort habe ich gesucht. Was ich schon versprechen kann, ist, dass die, was kostet es denn, 14,97 fürs gedruckte Buch oder 9,99 fürs Kindle, sind ein sehr, sehr gut investiertes Geld in dem Fall, weil es dich deinem USP einfach näher bringt und die Chance, dass du bei über 500 Beispielen in dem Buch fündig wirst oder die entscheidenden Anstöße kriegst auf der Suche nach Alleinstellungsmerkmalen, ist natürlich enorm groß. Deswegen auch das große USP-Strategiebuch. So, aber jetzt Schluss mit der Werbedurchsage. Hat mich gefreut, dass du bis hier zum Ende dabei warst. Offenbar spannend gewesen. Ist auch ein sehr, sehr spannendes Thema, mit dem ich mich immer wieder beschäftigen werde. Ich freue mich, wenn du mir eine kurze Rezension hinterlässt auf iTunes oder der Podcast-Plattform deiner Wahl. Und freue mich natürlich noch sehr viel mehr, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist, wenn es heißt, ein Business, das läuft. Noch mehr Strategien, wie du dein Business auf das nächste Level bringen kannst, findest du unter romangmenta.com. Und beim nächsten Mal hier auf diesem Kanal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.